Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute stelle ich euch meine komplette Ausrüstung von 2017 vor, mit der ich jetzt in 2018 auf die nächsten Touren gehe. Viel Spaß mit dem Video. Das letzte Video, was ich zu meiner kompletten Ausrüstung von 2016 gemacht habe, ist ein ziemlich langes Video geworden. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 45 Minuten oder sonst irgendwas in der Richtung. Wenn dich das interessiert, ploppt jetzt hier oben das kleine Ausrufezeichen aus. Da kannst du raufklicken und dir das alte Video im Vergleich zum Beispiel mal anschauen, was noch an Ausrüstung da ist oder was sich erneuert hat. Weil das alte Video so lang war, werde ich dieses riesen Loadout, was es ja im Prinzip ist, in drei kleine Teile verpacken. Den ersten Teil beginnen wir mit dem Zelt, dem allgemeinen Schlafsetup. An dieser Stelle natürlich nochmal, da es ja mehrere Teile gibt, könnte es natürlich, falls du mich noch nicht abonniert hast, durchaus Sinn, mich zu abonnieren, um die nächsten nicht zu verpassen. Fangen wir mit einer der größten Änderungen an, die auch schon der ein oder andere mitgekriegt hat und ich euch schon mal im flotten Dreier vorgestellt habe. Und zwar, dass ich von einer großen Luftmatratze, die ich vorhatte, beziehungsweise die ich ja jetzt immer noch zu Hause habe, umgestiegen bin auf eine große Eva-Zote-Matte. Ja, die hier, und zwar die Thermarest Ridge Rest. Thermarest vom Namen her kennen die meisten von euch. Ja, und was ist jetzt der Unterschied zwischen Schaumstoffmatten und großen aufblasbaren Luftmatratzen? Da fällt den ersten immer sofort der Komfort ein. Weil Luftmatratzen sind deutlich komfortabler, das muss man einfach sagen, weil man viel mehr vor allen Dingen als Seitenschläfer, was ich größtenteils auch bin, ja, ich schlafe auch mal auf dem Rücken, aber das ist immer so eine Sache, einsinken kann bei einer Luftmatratze und das kann man hier nicht, weil ihr seht ja, eine Eva-Zote-Matte ist ja höchstens, die ist 1,3 cm dick, höchstens 2 cm dick. Ja. Was ist jetzt allerdings der Vorteil von Eva-Zote? Eva-Zote ist ja, robust. Also anders kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Der Terminator sozusagen unter den Isolationsmaterialien. Das kriegst du fast nicht kaputt. Selbst wenn ich jetzt hier reinstechen und durchstechen würde mit dem Messer, ja, dann würde die Isolationskraft trotzdem erhalten bleiben, weil das Eva-Zote ja ansonsten nicht beschädigt ist. Das, was nämlich isoliert bei Eva-Zote im Gegensatz zu dicken Luftmatratzen ist, dass die ganzen kleinen Luftpolsterchen, die sich aufheizen sollen, hier überall in diesem Schaumstoff drin eingeschlossen sind. Es gibt mehrere Schaumstoffarten. Ja. Eva-Zote ist wohl der beste. Ich kann das natürlich chemisch nicht nachprüfen, weil ich kein Chemiker bin. Aber es wird gesagt, dort sind am meisten Lufteinschlüsse drin. Und das bedeutet, dort ist am meisten Isolationsschicht, um sich aufzuwärmen. Ein zweiter Vorteil ist die Leichtigkeit. Ja, das wiegt fast ja nichts. Und die großen, teuren Luftmatratzen sind ähnlich leicht, teilweise sogar leichter. Das hier wiegt jetzt knapp 400 Gramm, ja, und ist für meine Größe, es gibt es auch noch mal kleiner, für 300 Gramm, also bei 300 Gramm und dann wie viel Isolationsleistung. Ich glaube, das Ding hier habe ich bei minus 5 Grad schon ausprobiert und da war das kein Problem. Deshalb, also, und dann kommen wir noch auf das andere Ding zu sprechen, den Preis. Also, das kostet in kleiner, glaube ich, 18 Euro oder so. Und es gibt es noch günstiger. Also das hier ist jetzt sozusagen schon das gute Markenprodukt. Ja? Also Eva-Zote ist so das günstigste und gleichzeitig robusteste, was du dir nur irgendwie als Unterlage beim Schlafen vorstellen kannst. Aber auch das weniger komfortable. Da kommen wir aber gleich zu noch einer anderen Sache. Ich bin jetzt auf Eva-Zote umgestiegen, nicht nur, weil ich habe, wenn ich längere Zeit draußen schlafe, auch noch eine ganz kleine Luftmatratze zum oben drauflegen für den Komfort dabei. Aber ich bin komplett, mir wird sofort warm, ne, an den Beinen, wo das jetzt hier drauf liegt. Es isoliert super das Zeug, ist einfach geil. Ich bin da komplett umgestiegen, weil ich mir keine Sorgen mehr machen möchte, wenn ich mal auf Untergründen schlafe, wo das so eine Sache ist. Ja? Also wenn ich eine teure Luftmatratze habe für 200 Euro und man ist teilweise so 2 Wochen oder so draußen unterwegs in den Bergen und man muss auch mal da schlafen, wo spitze Steine aus dem Boden kommen. Da muss man den Boden vorbereiten, man muss immer total aufpassen. Ja, man muss auch aufpassen, was man an der Kleidung hat, dass man nicht irgendwie, wenn man sich da drauf setzt abends, dann, ja,
was reinsticht oder sonst irgendwas in der Richtung, weil das dann kaputt geht. Ja, und klar, die Flicken ist mittlerweile besser geworden, habe ich mir sagen lassen. Ja, da habe ich viele Erfahrungsberichte mittlerweile gekriegt, dass das Flicken wohl bei den teuren Matten deutlich einfacher geworden ist. Und das Material wird ja auch immer mitgeliefert. Aber mir ist es im Endeffekt am wichtigsten, dass ich mir überhaupt keine Gedanken um Ausrüstung machen muss, dass sie immer funktioniert, egal in welcher Notlage ich bin. Weil wenn ich mehrere Tage unterwegs bin, dann will ich mir um sowas einfach gar keine Gedanken machen müssen. Und da ist Eva Zote am besten, aber auch am unkomfortabelsten. Deshalb kann ich es absolut verstehen, dass mir Leute sagen, nein, will ich nicht, ist mir zu ungemütlich oder meine Knochen sind zu alt, habe ich auch schon gehört, ja, kann ich alles verstehen, weil wenn ich nur die dabei habe und ich auf der Seite schlafe, dann kommt es manchmal, dass ich an der Hüfte so ein bisschen kleine Schmerzen habe. Dafür, um dem bei längerem draußen schlafen ein bisschen entgegenzugehen, habe ich mich also im Endeffekt für eine Kombination aus Eva Zote und einer kleinen Luftmatratze entschieden. Die hatte ich euch mal in einem flotten Dreier gezeigt. Die wiegt, glaube ich, knapp auch so 300 Gramm oder so. Also mit der Eva Zote zusammen ungefähr 700 Gramm. Und so viel wiegt auch meine alte aufblasbare Luftmatratze. Ich weiß, wenn man jetzt viel Geld in die Hand nimmt, dann gibt es gute, qualitativ hochwertige Luftmatratzen, die auch viel aushalten, die man draußen mitnehmen kann. Aber die kosten deutlich mehr. Muss man halt selber wissen, ob man das machen möchte. Und ich nehme die halt und lege sie dann oben drauf auf die Eva Zote. Ah, die hat hier noch so ein Kopfteil. Und dann ist das Ganze bequem, gemütlich und kostet zusammen Sonderverkauf, glaube ich, 55 bis 60 Euro. Ja, wiegt nicht allzu viel. Also bin ich relativ mit zufrieden. Kann ich an dem Punkt weiterempfehlen. Vor allen Dingen für Leute, die ein bisschen auf das Geld gucken. Und dabei trotzdem hohe Leistung wollen, weil man darf ja nicht vergessen, mit dem kann man ja auch bis, was weiß ich, für Minusgrade draußen schlafen. Und die Eva Zote, die hält halt dein Leben lang. Da kann nichts kaputt gehen, außer du setzt einen Flammenwerfer an oder so. Ja, was soll da kaputt gehen? Geht ja nicht. Ja, mein Biwaksack hat sich aber ganz schön verändert. Könnte daran liegen, dass es nicht mehr mein Biwaksack ist. Oh, man kann das noch deutlich zusammen, wenn man das machen würde. Mache ich aber irgendwie nie. Ich bin vom Biwaksack weg. In den hohen Sommermonaten, ja, werde ich es dann nochmal, wo wenig Regen ist und hohe Temperaturen, werde ich wieder den Biwaksack benutzen, denke ich. Ja. Wenn man jetzt so im August unterwegs ist oder sowas, da ist das kein Problem. Aber warum benutze ich keinen Biwaksack mehr? A, in sehr kalten Nächten kondensiert ist an Biwaksäcken sehr stark, auch an Zelten übrigens. Aber in einem Zelt hast du einfach mehr Platz. Das heißt, auch in meinem Wurfzelt hat es zum Beispiel, als ich letztens auf einem Bushcraft-Treffen im Dezember war, sehr kondensiert überall dran, ja, weil die Außen-Innentemperatur einfach zu unterschiedlich ist und dann kondensiert dein Atem an der Zeltoberhaut einfach, da kann man nichts gegen machen. Außer man hat ein sehr großes Zelt oder eine sehr starke Belüftung. Und weil das beim Biwaksack so ist und das sozusagen den Schlafsack, ja, ich möchte rückfeuchtet sagen, möchte ich das nicht mehr machen. Außerdem ist mir ein Biwaksack in der Kälte auch zu wenig Komfort, weil ich kann mich schwer draußen, ja, beschäftigen, hinsetzen die ganze Zeit, wenn ich jetzt nicht gerade eine Bank mit Überdachung oder sowas in der Nähe habe. Deshalb ist es ein bisschen anstrengend, weil im Biwaksack kannst du wirklich nur liegen. Und das finde ich ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, wenn es früher dunkel ist und man sich abends mehr selbst beschäftigen muss. Ja, dann will ich auch mal draußen noch eine Runde sitzen, ja, irgendwie und so weiter und so fort. Und da ist ein Zelt ein bisschen angenehmer. Ich wollte aber nicht einfach so ein Zelt nehmen, weil dann kann ich ja auch mein Wurfzelt mitnehmen, was ich früher auch teilweise gemacht habe. Ich wollte aber gleichzeitig dieses Draußengefühl behalten und deshalb habe ich mich dazu entschieden, bei einem Zelt nur das Innere mitzunehmen, also sozusagen nur das Mesh und dann oben drüber ein Tarp zu hängen. Ja? Und mit dem Tarp kann ich dann entscheiden, wie sehr ich geschützt bin, je nachdem, wie weit nach oben oder unten ich das über das Mesh-Zelt drüber hänge. Ganz einfach. Das habe ich euch zum Beispiel letztens auch schon in einem kleinen Video gezeigt. Ja? Wer also eine ausführliche Besprechung davon möchte, wie man das aufbaut und was für mich so die Vorteile davon sind, der kann sich gerne das Video angucken. Das ploppt dann hier oben auf. Da würde ich einfach mal reinschauen. Da gibt es von mir noch ein paar mehr Worte dazu. Was ist das jetzt hier für ein Zelt? Das ist ein Zelt, das mir zugeschickt worden ist. Das sollte ich mal testen.
Ja, habe ich mittlerweile ein, zwei Mal gemacht und es ist in Ordnung für seine 60 Euro, was das gekostet hat. Ja. Ist kein allzu hochwertiges Zelt. Es müsste ein bisschen länger als breiter für mich zum Beispiel sein, weil ich stoße unten ein bisschen mit den Füßen an. Aber an sich ist das Zelt für 60 Euro in Ordnung. Ja. Findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, wenn es euch interessiert, so als kleines Backup-Zelt oder als Zelt für die Kinder oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich werde es halt weiter benutzen und ja, bin damit zufrieden, kann man so sagen. Ja, absolut in Ordnung. Alle Nähte passen, alles ist abgedichtet, der Boden ist in Ordnung, die Stangen sind vielleicht ein bisschen schwer, aber das ist halt so bei richtigen dicken Fiberglasstangen, ne? Und ja, kann nicht meckern. Zum Zelt-Setup gehört das gerade schon erwähnte Tarp. Und das Tarp habe ich euch auch schon mal in einem flotten Dreier gezeigt. Und das könnt ihr natürlich auch in dem neuen Setup-Video sehen. Das ist von Mondschein. Ja, das ist so eine günstige Marke aus China. Und das habe ich, glaube ich, im Angebot für 18 Euro geschossen. Das ist 3x3 Meter lang. Die Ecken sind meiner Ansicht nach gut vernäht und es waren 6 Heringe und 6x Schnur dabei, die ich jetzt schon einfach außen dran gebunden habe, weil ich lasse beim Tarp einfach immer außen die Schnur dran. Geht am schnellsten mit dem Auf- und Abbau. Und ja, ist auch nicht allzu groß, ist aber auch nicht besonders leicht, aber jetzt auch nicht mega schwer. Also ich bin für 18 Euro absolut in Ordnung. Hat eine beschichtete Unterseite. Ich weiß nicht, was das soll, ob das eine Alubeschichtung ist, die vielleicht wärmer sein soll oder sonst irgendwas. Ich kann das nicht beurteilen. Mir ist es auch egal, weil Hauptsache ein Shelter ist wasserdicht und winddicht. Dafür ist es da. Und das funktioniert gut. Ja? Also beim letzten Setup habe ich zum Beispiel in 2 Meter Höhe aufgehängt. Ja? Dann hatte man unten noch ein bisschen drunter Wind. Ja, und man kann es dann natürlich auch tiefer runterhängen und so noch besser geschützt sein. Und dadurch, dass es tatsächlich so lang ist, kann man ja auch überlegen, ob man die Ecken noch zusammenklemmt, sodass man ein Zelt simuliert, ja? Eine Art Dreieckzelt. Passt, ist in Ordnung, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Für den Preis auf jeden Fall ein Top-Tarp, kann man nicht meckern. Zum Schlafen, eins der, wenn nicht das Wichtigste, abgesehen von der Isomatte und dem Tarp, Utensil ist ein Kopfkissen, zumindest für mich. Ja, es gibt ja Leute, die können auf ihrem Rucksack mit dem Kopf schlafen. Kann ich nicht. Ich brauche ein ordentliches Kopfkissen. Und selbst das ist eigentlich noch zu klein. Das heißt, ich lege da drunter oder drauf, je nachdem, noch Klamotten. Ja, zum Beispiel die Jacke oder so, damit ich noch ein bisschen höher den Kopf habe. Hier bei der aufblasbaren Matte zum Beispiel ist es so, dass das Ding noch ein Kopfteil hat. Das heißt, ich lege sozusagen aufgeblasenen Kopfteil und darauf lege ich dann nochmal das Kissen. Und dann bin ich angenehm hoch. Das Aufblasen geht auch relativ schnell. Ja, habt ihr jetzt gesehen. 2 große Lungenzüge. Ja, schon hat man ein kleines Kopfkissen. Für, ich glaube, 5 Euro oder 6 Euro habe ich es gekauft. Absolut gute Anschaffung. Ja. Meine Frau ist genauso wie ich. Also ihr braucht eher ein Kopfkissen. Ja, mit bequemes Kopfkissen, da habe ich gleich 2 gekauft und das ist alles super, kann man nicht meckern. Schlafen braucht natürlich einen Schlafsack und ich habe, das ist der, den ich am meisten benutze und es ist gleichzeitig mein ältester Schlafsack, den Grand Canyon Schlafsack. Mit dem war ich auch schon 2-mal jetzt auf Westweg-Tour, ich war auch sonst was weiß ich für Touren, oh, da wird mir gleich warm am Bein, finde ich gut. Alle möglichen Touren, also das Ding ist für, ich glaube 35 Euro habe ich es damals gekauft, mittlerweile kriegt man den so für 50, ja, selbst für 50 ist das von dem, was man kriegt, ein Top-Schlafsack. Weil du kriegst einen Schlafsack, der sich meiner Meinung nach sehr gemütlich anfühlt, ja, so richtig schön, ja, der ordentlich Platz hat, also ich bei meiner Größe passe auch rein und habe hier hinten noch Platz. Du hast auch einen kleinen Wärmekragen hier drin, ja, kein allzu großer, aber du kannst ihn auch noch mal mit Kordel ziehen. Und er geht bis 0 Grad ungefähr. Kommt natürlich darauf an, was dein Kerme-Empfinden ist, aber ich habe damit bei 0 Grad geschlafen und es war absolut in Ordnung. Ja. Also ich würde den auch so bis 0 Grad auslegen und der ist so knapp
1,9 Kilo schwer. Ihr seht auch schon hier, der hat schon ein bisschen was abgekriegt jetzt mit der Zeit. Also ich glaube, ich habe den jetzt 4 Jahre, bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, 3-4 Jahre und echt oft im Einsatz gehabt und der ist immer noch völlig in Ordnung. Ich kann also jedem, der einen Schlafsack für bis 0 Grad sucht, ja, auch so für den Herbst und so, absolut diesen Schlafsack empfehlen, vor allen Dingen für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also die Qualität ist für den Preis absolut, kann man nichts meckern, kann man nicht meckern. Das ist ein Kritikpunkt von diesem Schlafsack. Der Packsack ist Müll. Also der ist nach, ich glaube, 4 Mal ist der kaputt gegangen, den benutze ich überhaupt nicht mehr. So, was braucht man noch zum Schlafen? Es ist ratsam beim Schlafen, zumindest eine leichte Bekleidungsschicht anzuhaben. Das hat damit zu tun, dass der Schlafsack sonst von innen einfetten kann und mit der Zeit sich das Innenfutter verklebt. Ja? Das heißt, es ist durchaus ratsam, eine lange Unterhose und sonst irgendwas zu tragen. Ja? Ich trage normalerweise einfach ein kleines T-Shirt. Ja? Dann habe ich, je nach Kälte, noch eine lange Unterhose, ja? Eine schwarze Baumwollunterhose, ganz klassisch wie vom Militär. Wie man sie damals auch gekriegt hat. Und zum Beispiel ein paar Wollsocken mit. Ja, auch gerne mal vom Militär. Heute habe ich die mit. Die sind selbst gestrickt. Nicht von mir, ich kann nicht stricken. Aber das ist auch immer ganz ratsam. Vor allen Dingen erhöht es dann auch nochmal dein vom Schlafsack das, wie sagt man, den Wärmegrad, ja, ab wo dir zu kalt wird. Weil du natürlich damit dir selbst noch mal eine kleine Schicht am Körper schaffst und es dadurch wärmer wird. Es gibt ja diesen Mythos, dass man ohne Klamotten im Schlafsack es wärmer hat als mit. Das ist falsch. Aus dem ganz einfachen Grund, dass es zwar im Empfinden so ist, dass wenn du mit Klamotten, die ja kalt von draußen kommen, mit reingehst, du ein bisschen Kälte mit reinschleppst, das heißt, dir wird am Anfang schneller warm, wenn du nackt in einen Schlafsack reingehst. Aber sobald alles aufgewärmt ist, ist es dir wärmer mit Klamotten. Das heißt, über lange Sicht gesehen, wird dir in der Nacht deutlich wärmer, wenn du noch eine lange Unterhose anhast, vielleicht sogar einen Pullover anhast, ja, auf jeden Fall, wenn du Socken anhast. Deshalb würde ich immer empfehlen, so ein leichtes, wasserdicht verpacktes, kleines, ja, Schlafset zu haben in dem Sinne, ja. Einfach was, womit du weißt abends, das ist sauber relativ, na, bis auf, dass du schon mal drin geschlafen hast vielleicht. Es ist warm, es ist trocken, ja, und dir wird damit noch wärmer im Schlafsack. So kannst du deinen Schlafsack, den du vielleicht sonst nicht mitnehmen würdest und sonst würdest du den schwereren Schlafsack mitnehmen, noch ein bisschen von der Grenze her nach außen dehnen. Ja, ganz einfach. Ja, das war meine komplette Ausrüstung zum Thema Schlafen vom Jahr 2017, was ich jetzt noch mit in 2018 auf die ersten Touren mitnehme. Mich würde an dieser Stelle natürlich mal interessieren, was so eure Lieblingsausrüstung ist, die ihr im letzten Jahr benutzt habt. Schreibt es mir einfach mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Die nächsten Teile werden demnächst kommen und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, denn dann verpasst du keine Teile davon mehr. Wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.